Hallo ihr Lieben, nachdem mir gerade beim Posen fast die Arme abgefallen sind, hier sind meine Neuzugänge für den Dezember. Vorab, es sind 10 Bücher und ich habe bezahlt 99 Cent. Geil, oder? Und da fällt mir gleich als erstes ein, dass ich vergessen habe, mein Kindle vorzubereiten. Ist das nicht toll? Ja, die 99 Cent habe ich ausgegeben für ein E-Book, angefixt mal wieder von meiner lieben Steffi, nämlich Die schönste Zeit des Jahres von Jackie Fellgut. Habe ich auch schon gelesen. Und das hat halt 99 Cent gekostet, damals im Angebot. Kostet jetzt 2,99. Und die restlichen 9 Bücher sind Printbücher, für die ich nichts ausgegeben habe. Nämlich, einmal habe ich euch ja das Unpacking gezeigt. Vom Manticore Verlag habe ich diese 3 Bücher bekommen. Das sind alles diese Fantasy-Spielbücher. Einmal Einsamer Wolf. Ich sage immer der einsame Wolf, aber es steht, deswegen habe ich gerade nochmal geguckt, es steht tatsächlich drauf. Einsamer Wolf und nicht der einsame Wolf von Joe Dever. Habe ich auch schon gelesen. Dann Sorcery von Steve Jackson habe ich auch schon gelesen. Und was ich mir jetzt für Januar vorgenommen habe, weil es relativ fett ist mit, ich glaube, 600 oder 700, über 700 Seiten, Fabled Lands. Das sind aber 2 Bände, sieht man. Doch, hier sind die Formen. Ich sehe es bloß gerade nicht, weil das so spiegelt. Ihr seht es vielleicht. Auf jeden Fall ist hier die Mitte. Das sind 2 Bände zusammen. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Und dann kam noch ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal. Sieht man, hier habe ich auch schon angefangen. Underground. Ja, bin ich noch dabei. So, und die restlichen 5 Prints sind Weihnachtsgeschenke. Ja. Zu meiner Weihnachtsfeier habe ich von meinen Freunden aus Leipzig bekommen. Winston, das ist Band 5 der Winston-Reihe von Frauke Scheunemann. Geht es unschwer zu erkennen um eine Katze. Und witzige Schülerantworten habe ich gelesen. Habe ich auch schon gelesen. Sieht man hier auch schon viele Anmerkungen. Habe ich in meinem Blog einiges dazu gesagt, falls euch das interessiert. Dann habe ich von meiner Leserate direkt zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil ich habe mein Weihnachtsfest dort mit ihrer Familie verbracht. Die Zeit hat den Anschluss verloren. Band 5 von Das Lied und Eis und Feuer. Ich muss jetzt im Januar erstmal endlich Band 3 lesen. Und dann habe ich noch etwas ein paar Tage später, als ich zu meinen Großeltern gefahren bin, von meiner Cousine bekommen. Wonderland und Nie mehr zurück. Ja, Nie mehr zurück. Sind beide erst letztes Jahr, 2016, erschienen. Habe ich relativ oft gesehen in der Booktube-Welt und da war ich eigentlich ganz scharf drauf und deswegen habe ich das auf meinen Wunschzettel gesetzt und das hat ganz gut funktioniert. Ja, insgesamt 10 Bücher, von denen ich die Hälfte gelesen habe, kann man sehr zufrieden sein, auch für 99 Cent. Im Gegensatz zu meinem Neuzugänge-Video vom November mit 22 Büchern für 60 Euro. Und wer mein Subvideo gesehen hat, ich habe ja nur noch ein bisschen was anderes vor. Ab sofort sollen es ja nur noch maximal 8 Neuzugänge geben und mal gucken, was das dieses Jahr mit dem Sub-Jahr wird. Ja, war jetzt relativ kurz und knackig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!